So, Freunde, ja, weiter geht's hier in der nächsten Ebene. Oh, ein Pharamon, cool. Der wird natürlich direkt auf den Maul kriegen. Ich werde mal gucken, ob ich den Part hier, ob ich in dem Part direkt den Dungeon hier schaffe. Wie gesagt, im vorletzten Part hatten wir den ersten Dungeon durchgezockt und Skyrim uns voll in den Arsch getreten. Im letzten Part haben wir die ersten zwei Etagen oder Ebenen vom antike Ruinen-Dungeon hier im Ödland fertig gemacht, ne? Pharamon, der stresst mir gerade richtig, ey. Was soll denn das hier? Oh Gott, ist mir Ruhe, du Arsch. So, als Vorschlag geht immer hier rechts, denn links kommt man nicht weiter, denn hier oben praktisch dieser erste Raum hier, der ist links mit unendlich Mamimon und man kommt da einfach nicht weiter. Wollte ich nur mal so sagen. Zack. Zack. Du musst jetzt so umfallen. Zack. Ach, das ist cool. Ich kann die Technik erhöhen hier. Sehr schön. Alle sterben. So, machen wir hier direkt so ein Dingsa-Ding mal hier. So, ne? Ne? Genau. Oh, jetzt kommt auch ein cooler Raum. Kann ich euch gleich erzählen, was ich meinte, als ich über den einen Dungeon mit dem Booster-Pack geredet habe. Seht mal, hier ist so ein Sandstrudel. Wenn man da reinfällt, ist man direkt auf einen LP runtergeschrumpft. So, hier sind noch zwei. Hier, Mann, hier müsste alles zu mir kommen. Kommt zu mir. Ich hab euch doch lieb. Ich mag euch sehr, denn ihr kriegt XP und nicht mehr. Level up! Ja, Level 17! So, die vier, die können wir auch noch so wegflashen hier. Also, komm mal her hier. Zack! Na klar, zack! So, dann. Dann wollen wir hier lang. Musik eigentlich hier lang? Ich gehe hier einfach lang. Ja klar, muss ich hier lang. Ja klar, ist doch so. Ja, 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 doch. Das ist richtig, Leute, das ist richtig. So, hier müsste dann ein Trailer sein und Pharamon. Ich mag den Kerl zwar gar nicht, aber naja, manchmal muss das schon sein. Zack. Ich will ja nicht wissen, ob der irgendwas droppt. Ich will ja einfach durchgehen. So, ups, ein Skorpio. Naja, ein Skorpion. Ich weiß ja nicht, ich kenne die Digimon nicht aus der Serie oder aus sonst was. Ich sage einfach Skorpion. Ein Skorpion. Weil Skorpiomon gibt's ja, ne? Und Skorpiomon ist anders. So, hier haben wir wieder ein paar Skorpione. Oh. Ey, steh auf, du Arsch. Ihr müsst euch alle treffen. Zack. Zack. Oh. Na klar, der Ede, der muss jetzt wieder so tun, als wäre das cool wäre und einfach mal nicht sterben. Komm mal her, komm mal her. Zack. 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 Ach so, ist das schön. Okay, den Weg kann ich mir jetzt eigentlich sparen, glaube ich. Ich guck mal nochmal schnell. Jetzt kann ich zurück. Und dann müssen wir auf die linke Seite gehen. Aber wie gesagt, nicht ganz oben. Da ist dieser Raum, wo man nicht weiterkommt. Deswegen mache ich immer zuerst rechts. Und dann kann man nämlich da, wo dieser Sand ist, da geht es dann da links durch. Ist super praktisch. Vor allem ist das, glaube ich, der einzige Weg, weil ich habe ja schon mal diese Aufnahme hier gemacht. Ich habe ja bis nach dem Boss von dem Dungeon hier, habe ich ja auch gefilmt. Also praktisch, wenn ich den Boss besiegt habe, dann ist auch die Zeit, die ich schon mal gefilmt hatte, ist dann wieder weg. Dann ist wieder alles erste Mal gefilmt. Ach fuck, jetzt soll ich... Ja, okay. Na toll, bleibt nett, ja. Das ist ja wieder typisch. Nee, und jedenfalls... Ich weiß, was ich sagen wollte. Sorry, Leute. So, volle Energie und MP und dann KT kriegt und direkt wieder so ein kleines Abkürzungsding in sich schaffen. Jetzt sind wir auf der linken Seite, kloppen hier ein paar Gegner und das ist halt cool. Und wieder so Feuer die Fledermäuse. Kommt alle zusammen, alle guckt mich an, guckt mich an, guckt mich an. Ja, los, 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 zack, zack, zack. So, wie mache ich das jetzt am besten? Hier. Ups, zack. Mann, das sind aber auch hier, so. Das ist auch schön. X-Daten. Naja, nur 5, aber immerhin. Ja, immerhin. Boah, gleich bei 4 Treffern zweimal gestiegen, aber dafür bei den nächsten 4 Jahren nicht.
Naja, egal. So. Jetzt sind wir auch schon im letzten Raum auf der linken Seite. Mensch, dann sind wir ja bald durch den Dungeon hier. Das ist doch super. Mamimon. Und ein Schalter. Ach, macht da nicht viel direkt auf. Aber ich kill noch die Mamimon. Weil, naja, ein bisschen Technik erhöhen, ein paar XP kriegen. Muss das sein, ne, Leute. Das kommt eben einer. Zack. Sehr schön. Dann, bin ich voll? Soll ich einfach voll? Ach du Kacke. Ja, scheiß drauf, ich muss nichts mitnehmen. Das ist dann egal. So, jetzt müssen wir hier nochmal Skorpione kloppen. Und dann sind wir wirklich fast fertig. Total krass. Geht super schnell eigentlich. Warum muss er denn wieder umkippen? Weil ich da mal ein bisschen MP und kloppe die einfach wieder. Wie ist er hier so? Ja, alle Herzen hier, alle Herzen zusammen. So. Zack. Zack. So, da haben wir ja ganz viele Skorpion, ist das geil, wenn ich die jetzt alles zusammenkriege und alle gleichzeitig nehmen kann. Das waren 2 und 3! Ob da mir was schönes? Nicht. Mann, oh. Ich will auch nur geile Drops kriegen, Mann. Ich will nur geile Drops. Mann, jetzt stirbt doch mal! So. Und ja, schon sind wir da. Hier ist wieder so ein geiles Heilding. Zack. Und hier kommt unser Bossi. Scorpionmon, Krusty-Demon. Starker, was? Starker, cleverer Digimon, der irgendwann mit Garten macht. Nein, du schießt nicht her, bitte. Müsst ihr überlegen, das Vieh hier muss sich, oder muss man, mit einem HP besiegen, ohne getroffen zu werden. Ist schaffbar, aber schwer. Da jetzt hat er den Blitz und dann muss er ganz so opfern, kann ich. Ja, man kann ihn ablocken. Aber es ist halt voll schwer. Falls ich wirklich mal irgendwann auf schwer bin, dann mache ich das echt mit Safe State. Und den Rest kloppe ich ihm so runter. Zack. Zack. Tot. Er ist doch gar nicht in der Mitte gestorben. Aber egal. Scorpionmon besiegt. Wir kriegen den nächsten Schlüssel. Zack. Immer heilen, dass es cooler aussieht. Kriegen auch Gamma lohnt sich. Kampffalke Alpha lohnt sich ohne. Ja, ab zum Online-Center. Dann verkaufe ich schnell alles und dann weiß ich, was ich noch machen kann. Das passt mir ganz gut. Das passt hier schon drin in dem Part. Und wenn es jetzt wegen dem Verkaufen ein bisschen länger dauert, dann mache ich halt mal 16 oder 17 Minuten. Ist ja egal. Auf jeden Fall will ich aber erstmal schnell verkaufen alle, dass ich wieder Platz habe. Dann können wir eigentlich direkt weiter zum allerletzten Ding, weil im Ödland hier gibt es ja wieder nur 2 Dungeons und dann den End-Dungeon. Und im nächsten Gebiet, da wird es dann so sein, da gibt es glaube ich 4. Ja, da gab es glaube ich sogar 4 Dungeons und dann den End-Dungeon. Also mindestens 3 waren es auf jeden Fall. Und im allerletzten Gebiet, also gibt nur 4 große Gebiete, leider. Und im allerletzten Gebiet, da war glaube ich, ich weiß es jetzt ja nicht, wie viel das war. Wie war denn das? Also auch auf jeden Fall mindestens 3, aber ich denke mal auch 4. Oder nur 2 ganz große oder so. Auf jeden Fall waren die in dem letzten Gebiet, die Dungeons, die waren echt heftig, das muss ich sagen. Groß, zeitaufwendig, fies. Und hier im dritten Gebiet, also nach dem Ödland, da ist das allerletzte Ding mit dem Endboss, das ist auch total ekelhaft, Alter. Da werde ich auch ein bisschen rumgurken und rumjammern. Ach ja. So, ich verkaufe jetzt einfach und werde ohne Stint Depot lagern, weil ich einfach ein bisschen jetzt schon wieder Zeitdruck habe, weil ich Angst habe, dass ich jetzt nicht in die 15 Minuten rankriege. Und ihr wisst ja, ich mache gerne immer so 15 Minuten Parts, wisst ihr ja. So. Letzten Dinger verkauft. 8505 Bits dabei. So, jetzt schön raus hier.
Und dann können wir direkt los. So, nochmal schnell voll heilen. Und dann wieder ab ins Ödland. Und wir haben noch 4,5 Minuten, Leute. Ne, Mann, ich mache hier keinen Stress. Passt schon. So. Wir haben wieder unsere coole Ödland-Musik. Jetzt gehen wir hier rechts lang. Und ihr wisst ja, ich habe ja im letzten Part den Schalter hier aktiviert, der auf der linken Seite da, wenn man kurz vor der Traueröde ist, da links geht, den Schalter da aktiviert. Und dann geht es jetzt nämlich hier lang. So, hier sind ein paar Typis. So, zack. Was macht denn hier, Scheiße? Mann! So, dann geht das Ding hier dann runter, wenn man den Schalter aktiviert. Und man kommt hier hin. Auf den Sturmzug steigen. Ja, Leute, ein Sturmzug. Ja, einfach nur ein Zug. Und das coolste ist, was erwartet man ja nicht in dem Spiel. Und ja, das meinte ich mit dem, was man nicht so erwartet. Bahnlinie. Ja. Hier ist jetzt so gemacht. Man kommt so alle paar Meter immer, wenn man fährt. Kommt ab und zu so ein Dings, weil ich mal wollte. Durch eine Attacke auf die blinkenden Steuer, auf das blinkende Steuerpult kann man den Zug lenken. Wähle die richtige Route durch die endlose Wüste. Hier brauchst du eine spezielle Waffeneinheit. Andere Waffeneinheiten, MP-Techniken und Gegenstände nutzen hier gar nichts. Jetzt bin ich auf dem Zug. Muss hier so rumprügeln mit so einem Hammer. Sieht voll cool aus hier. Das einzige Problem ist nur, hier kommt Monster runter und man muss wirklich richtig fahren. So. Ich fahre zwar einen langen Weg, also es gibt glaube ich auch einen kürzeren, aber ich weiß, dass dieser lange Weg, den ich hier mache, 100%ig klappt. So, jetzt muss man rechts. Dann aufpassen, zack. Bald müssten auch schon die ersten Gegner kommen. Von der Arme, ey. Ja, der Arm wackelt, ja, der Arm. Na klar. Oh no, hier kommt jetzt der Monster. Das ist doch voll Schrecke hier. Oh. So, jetzt muss ich zum Glück geradeaus. Oh, fuck nicht. Oh, das war jetzt knapp. Voll doof ist, die eben da nicht mehr XP, wenn man sie killt. Und voll fies. So, als nächstes geht es dann rechts. Wo man dann rechts auswählen kann. Da muss ich ganz anstellen. Zack! Gut, jetzt kann ich wieder in Ruhe mit dem Monster kloppen. So, jetzt bin ich auf der Endschiene. Jetzt wird nicht mehr hier gewechselt mit den Richtungen. Jetzt muss ich hier einfach nur durchkommen. Ja, und hier diese Wirbeldrehattacken sind hier wirklich. Ah! Schmerzhaft. Man kann sich auch nicht heilen, das ist fiese. Ja, diese Drehattacken hier, diese Rundumschlagattacke, die bringt hier wirklich am meisten. Nein. Die Dinger müsst ihr schlagen, weil ihr sonst sterbt. Zack. So, jetzt kommt glaube ich noch so ein Ding gleich. Voll Action hier, ne? Ja, ja, ja. Zack. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, sieht so aus, was die geschafft haben.
wenn man halt ganz falsch fährt, dann fällt auch irgendwann so ein 100-Kilo-Gewicht auf einen drauf. Also nicht zu empfehlen. Jetzt sind wir beim Kraftwerk. Ich mache hier aber Schluss beim Kraftwerk. Das kann ich alles im nächsten Part dann machen. Hauptsache, wir sind hier angekommen. Das ist schon mal praktisch. Ja, Leute, dann verabschiede ich mich jetzt. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.